Paramount Pictures zeigt Geschichten über mutige Menschen am Beispiel von zwei Paaren. Im vom Krieg heimgesuchten Holland. Wir suchen drei Männer. Ich will sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Drei Juden. Riskierten zwei Menschen alles. Das ist nur so lange ihr Haus, solange wir keinen Anspruch darauf erheben. Es wäre gut für sie, wenn sie das bedenken. Nur um anderen zu helfen. Und die Eltern? Wie viele seid ihr? Wir sind sechs. Sie mussten die härtesten Prüfungen durchstehen. Er sagt, er kennt sie. Er sagt, sie verstecken Juden. Ich will nicht sterben. Ich bedauere, ich kenne den Mann nicht. Aber Liebe und Mut halfen ihnen zu überleben. Wenn wir diesen schrecklichen Krieg überleben wollen, dann müssen wir an uns glauben. Dana Delany als Jotia Voss. Wir haben nicht nur unser Leben gerettet, sondern es verändert. Martin Donovan als Art Voss. Es geht darum, sie umzubringen, nicht zu retten. Ich bin zum Respekt vor dem Leben erzogen worden. In Belgien, in einer besonderen Schule. Das hier sind Aufzeichnungen. Hier findest du die richtigen Namen der Jungen und hier ihre falschen. In einem vom Krieg zerrissenen Land. Ich vermute, sie führen Buch über all die Ausgaben. Im Krieg ist Buchführung schwierig. In welchem? Belgien lebt in Frieden mit Deutschland. Kämpften ein Mann und seine Frau. Ich muss wissen, dass du es nicht nur für mich tust. Mein Name ist Gaston Baudreau. Mein Vater liegt im Militärhospital. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Einen kaum zu gewinnenden Kampf. Ich heiße Jakob Stern. Mein Israel. Wenn du diese Schule hier absolviert hast, dann kannst du den Tod wählen. Aber nur für dich allein. Um diejenigen zu schützen, die sich noch nicht selber schützen konnten. Wie ist dein Name? Ich habe ihn vergessen. Was sollte ich jetzt sagen? Linda Hamilton als Marita Key. Nur drei Menschen haben je diese Akten gesehen. Sie können mir vertrauen. Alfred Molina als Emil Taki. Die einzige Hoffnung für diese Jungen, jemals ihre richtigen Eltern wiederzufinden, sind diese Aufzeichnungen. Diese wahren Begebenheiten werden lebendig in Die Retter. Geschichten über mutige Menschen.